Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahin gerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig, genau. Aufpassen. Leinen los. Leinen sind los. Haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Damit herzlich willkommen zu Dishornored, im ersten Teil von dreien. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Let's Play. Hey da, es geht nach oben! Geschlossen, fertig! Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich! Endlich zu Hause! Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Danke, es freut mich. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Da ist er. Gute Reise, Sir. Hallo, Sir. Du bist zurück. Von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Okay, gut. Ja, dann spielen wir noch eine Runde Verstecken. Bringst du mir später weiter das Klettern bei? Ich will mal bis aufs Dach klettern. Natürlich. Leute, ich würde mich freuen darüber, wenn ihr das Video vielleicht teilen würdet mit euren Freunden. Und ja. Gehen wir jetzt mal kurz gucken. Wo ist sie denn? Ist jetzt hier unten, oder was? Und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich denn noch für so Story-Let's Plays machen soll. Also in welchen Spielen. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ja. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Okay. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Alles klar. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Alles klar. Hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Als ob sie mich nicht sieht. Okay, mit Q und E können wir so um die Ecken schauen. Hier nicht. Will hat mein Hals. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann.
Alles klar. Folge mir, Corvo. Ja, mach ich. Lauf mit mir. Ja, ich lauf doch. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Nee. Wir müssen jetzt da oben. Sie empfängt sie gleich. Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln gesehen? Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Aber ich glaube, das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Sie wirkt für mich sehr unsympathisch. Corvo. 2 Tage zu früh. Sieht aus wie ein Zombie. Voller Überraschung, wie immer. Oder so mächtige Vampir, weiß ich nicht. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten Folgen bringen Sie? Wir sollten Sie erleichtern. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Ja. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Gar keiner mehr hier. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, das freut mich auch. Was machen die auf dem Dach? Was? Hierher. Okay. Wo? Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal, nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Oh nein. Auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Auf einmal sind sie alle wieder da. Der Orden schütze uns. Seht, was alles er klar. Getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Ja, auf jeden Fall war ich das. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot.
ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, sie Ärmste. Morgen werden sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Sehr Land toll. Braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Achso. Dabei helfen wir gerne. Alles klar. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Ja. Und jemand musste der Sündenbock sein. Gehen Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Okay, Leute, dann würde ich jetzt erstmal hier einen Tag Cut machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao. She rises.